Willkommen zurück bei Yu-Gi-Oh! 5D Stardust Accelerator 2009 World Championship. Das beste Spiel, das es gibt. Aufgrund dieser Stelle, ja, macht es sehr, 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 sehr viel Spaß. Ich möchte dann bitte mal kotzen. Oh nein, ich habe jetzt schon keinen Bock. Gut, probieren wir es einfach nochmal. Ich würde hier so gern Cheats verwenden. Das muss man doch merken, wenn einer direkt neben einen läuft. Und jetzt wird man erwischt, oder? Wow, doch nicht. Respekt. Ja, du hast den Ding geöffnet. Den Raum fürs Ding, keine Ahnung. Ach scheiße, wir müssen uns hinter der Pflanze verstecken. Das habe ich in der Aufnahme von mir schon gesehen. Dass es richtig war, dass man sich hier hinten verstecken muss und den dann verfolgen muss, das ist schon richtig. Das kann man erwarten. So, jetzt muss man vorsichtig sein. Eins muss man auch merken, wenn einer direkt neben einen läuft, naja. Ich will mich nicht beschweren. Und jetzt dreh dich um, bitte. Dreh dich um! Brav! Gut. Soweit, so gut. Ja, jetzt ist die Frage, wo müssen wir hin? Ich glaube, hier müssen wir lang. Ich weiß es aber nicht so genau. Wobei, nee, wir müssen hier lang. Oder vielleicht doch da? Nee, wir müssen hier lang. Ach, ich habe keine Ahnung. Ich hab's vergessen. Nee, wir müssen nicht hier lang, oder? Doch? Nee, doch, nee. Doch. Nee. Nee, müssen wir nicht. Doch, müssen wir. Nee, müssen wir nicht. Ach, ich weiß nicht. Ich kann mir jetzt entscheiden. Nimm einfach die andere. Wir haben ja noch genug Zeit. So, jetzt ist die Frage, wie kommen wir hier vorbei? Ich probiere es jetzt einfach mal. Hoffentlich sieht er uns nicht, ich glaube aber schon. Es scheint zu funktionieren. Juhu! Jetzt die Frage, wie kommen wir an diesem Spast vorbei? Ganz einfach, wir müssen warten. Yes! Yes, aber schnell! Jetzt aber schnell! Aufmachen! Jetzt geh rein, Rege! Jetzt geh rein! Jetzt! Komm schon! Yes, wir haben es geschafft! So, wir haben einen DP-Code bekommen. Was ist hier? Ah, der Aufzugsschuss, unser Deck! Yes, das können wir wieder alle in den Arsch ficken. Auf gut Deutsch. Okay, das war jetzt ein bisschen vulgär. Sorry dafür. Aber ich bin so glücklich. Das ist jetzt die hässlichste Stelle von Game und wir haben sie geschafft. Ah, erstmal durchatmen. Ah, es ist noch nicht ganz vorbei. Jetzt müssen wir den Aufzug und da oben im ersten Stock ist dann wieder dasselbe. Ah nein, speichern. Ich will speichern. Erstmal speichern. Ohne speichern gehe ich hier nicht weiter. Ich glaube, das mache ich mit Speed. Ich glaube, das laggt jetzt ein bisschen. Liegt an meinem Emulator, also nicht an meinem Emulator, sondern an meinem Aufnahmeprogramm Camtasia. Das tickt in letzter Zeit rum. Ich habe versucht, Pokémon vorhin aufzunehmen und dann ging das überhaupt nicht. Da hat es auch geleckt wie Sau. Oh Gott, das ist das Schwierigste jetzt. Okay, hier komme ich nicht vorbei. Ah, der hat uns... Nein, ich will jetzt nicht zurücklatschen. Nein, bitte mache. Haben sich die Macher das echt erlaubt, oder? Die hätten uns doch... Die hätten uns selbst doch am Aufzug setzen müssen. Oder können. Das ist doch... Ihr merkt, wie gut ich gelaunt bin jetzt da gerade. Und der erwischt uns jetzt, glaube ich. Halleluja, er hat uns nicht erwischt. Aber jetzt schnell, der hat nicht umdrehen, der darf.
Du Arschloch! Du Missgeburt von einer... Ich hasse es doppelt. Ich glaube, ich mache da mal Piepser rein. Ich hole mir dann so ein F-Tastenprogramm und dann mache ich so ein Piepser rein. Das wäre in diesem Let's Play gar nicht so verkehrt. So, jetzt muss man schnell sein. Jetzt muss man in dem Moment... Jetzt ist die Chance gut. Schaffen wir es? Nicht unten drin? Jetzt aber... Ja, wir haben es geschafft. Juhu! Gut, hier ist ein Save-Punkt. Natürlich speichern wir. Oh, okay, das war die nervigste Stelle und die haben wir jetzt hinter uns, Gott sei Dank. Hier ist unser D-Wheel. Yippie! Du hast deinen Duell-Runner zurück. Juhu, okay, dann verpissen wir uns. What the hell? Aha, ich habe auf die Satellite Punk gewartet. Sorry, dass du dich hier durchschlagen musstest. Ja. Gequatsche. Es redet ja, dass er uns verhaften will, bla bla bla. Lautes Zeugs halt. Komm zurück. Ja, jetzt verfolgt er uns. Uiuiui. Irgendwie unlogisch, naja, okay, aber gut. Aber jetzt wird es unlogisch, das größte Gebäude ever. Du kriegst mich nicht. Oh nein, da ist so ein Elektro-Scheiße. Oh nein, es hat mich erwischt. Wie schlimm, naja, egal. Warum ist schon wieder Morrowind-Musik dran? Naja, weil ich so viel in der Playlist habe, deswegen. Laut Erkundungsmusik. Gut, soweit so gut. Gut, soweit so gut, ja. Mein Wortschatz ist echt gut. Oh nein, schon wieder ausgerammt. Wie schrecklich. Und es leckt. Oh mein Gott. Ich freue mich nicht. Bitte, kein Leck. Es ist jetzt das Letzte, was ich gebrauchen kann. Ganz besonders bei sowas hier. Wo ein Lag tödlich sein kann. Habe ich schon bei Formel 1 gemerkt. Bei meinem privaten Spiel habe ich mal Formel 1 gezockt und hat auch mal geleckt wie Sau. Und dann war ich mit einem Schlag in der Kiesgrube drin und wurde dann am Schluss, ja, ganz weit hinten. Also wirklich ganz weit hinten. Nicht letzter, aber ganz weit hinten. Uiuiui. Angenommen, man kommt aus so einem Teil und dann geht's nach oben, dann wuuuuh, dann fliegt man ganz schön weit nach oben. Aber was suchst du was in einem Gang? Ich meine, wir fahren hier in einem Gang, ne? Aua. Und irgendwie steuert er dauernd nach rechts, keine Ahnung warum. Das ist auch im Need for Speed auf meiner PSP, da habe ich auch so ein Spiel. Da fährt mein Wagen dauernd nach rechts und das ist total nervig. Das fälscht dann immer das Ergebnis ab. Und deswegen spiele ich das auch kaum. Und was ist jetzt mit dem Sound los? Kurzer Hänger, toll. Oh Mann, die Technik. Falls ihr was nicht optimal machen könnt, zum Beispiel bei mir meine Let's Plays, dann schiebt immer alles auf die Technik. Gut, hier ist das Ziel, wir haben gewonnen. Es ging schnell, da habe ich mir länger vorgestellt. Und jetzt sind wir plötzlich draußen. Voll logisch. Erst im Gang und dann sind wir draußen. So, du hast dein D-Wheel zurück. Ja. XD, Roll, Roffel. Weiß ich. Komm zurück, Abschaum! Oh mein Gott! Nee, Fernando Alonso! Und was ist los? Ein Hänger? Achso, bleibt nur stehen. Hier, folge mir! Ihr merkt, wie laggig das gerade ist. Ich glaube, das liegt an einem Emulator. Weil wer Pokémon hat, auch gelegt. Und da konnte ich gar nichts spielen, also. Muss ich schauen, was Camtasia heute schon wieder hat. Also, was heißt hier wieder? Hatte bis jetzt noch nie Probleme. Ich war bis jetzt immer zufrieden damit, aber heute scheint es irgendwie ein Tiefpunkt zu sein. Ich bin Leo, das ist meine Schwester Luna. Ja.
Ihr seid Zwillinge, ist schon klar. Warte eine Sekunde. Hier sind wir nochmal. Ja. Irgendwie voll logisch, was sie hier quatschen, aber okay. Hier sind wir nochmal. Wir waren hier noch nie. Wie heißt du? Kevin Apple. Schön dich zu sehen. Ja, ja. Wie wär's mit deinem Duell? Und das ist schon ein Turbo-Duell an. I get feelings you're good. Ich fühle, dass du gut, wenn duellieren bist. Lass uns duellieren. Ja, und seine Schwester will es ihm jetzt ausreden. Aber wir machen es einfach mal. Natürlich. Los geht's. Die Duelle sind leider nicht verpackt, also ha! Power of YouTube. Ja, wir kaufen uns danach nach dem Duell ein Structure Deck. Wir haben ja ein bisschen Kohle gesammelt. Mit den Duellen gegen Duell-Puzzle und gegen den Structure-Typ da, der Structure-Duelle macht. Okay, setzen wir erstmal auf eine gute Verteidigung, indem wir den jetzt verdeckt setzen, plus unsere Feldzauberkarte. Erhöht alle, erhöht die Verteidigungspunkte aller Monster um 500, auch die vom Gegner, muss ich zugeben. Dann setzen wir einfach mal zwei verdeckt und hoffen auf eine gute Verteidigung. Und beenden unsere Runde. Unser Monster ist 3200 Verteidigungspunkte. Und ja, er ist dumm, wenn er denkt, dass er zerstören könnte wegen der Falle. Ich meine wegen unserer Zauberkarte. So. Ja, dann fehlt immer schön Lebenspunkte, ungefähr 2000 der Nachteil von unserer Karte. Wenn die angegriffen wird, dann landet die sofort wieder in die Angriffsposition und das ist ein extremer Nachteil an der Karte. So, jetzt sind wir wieder dran. Ihr merkt zwar, es leckt, aber lasst euch davon nicht beeinflussen, weil auf das Spiel kommt es an und nicht auf die Lags. So. Gut, wir haben den Rechner gezogen, den könnte man natürlich spielen, dann hätte er 6 mal 300 sind 1800. Könnte man sogar machen. Ich möchte aber zuerst sein Monster loswerden. Und zwar schmeißen wir dann ja, Mecha Bunny ab. Und der kann sich von seiner Monsterkarte verabschieden. Dann switchen wir den sofort in die Verteidigung. Und spielen den Rechner. Ja, unser Rechner hat jetzt 1800 Angriffspunkte, greifen ihn einfach mal an. Was hat er verdeckt gelegt? Hat er irgendeine Falle? Nein, hat er nicht. Ja, ihr seht, wie leicht es ist, jetzt gerade an der Animation. Ich glaube, ich werde dann versuchen, Kamtase irgendwie, ja, was umzustellen, damit es auch optimal klappt. Also, dieser Part wird wahrscheinlich nur eine Ausnahme sein, dann, dass es leckt. Naja. Okay, er setzt eine verdeckte Monster- und Zauber- oder Fallenkarte. Ich kann jetzt sagen, was es für eine ist. Er hat ein motronisches Deck. Mit diesem Deck kenne ich mich nicht so gut aus. Naja, schade, dass wir keinen gezogen haben. So hätten wir die Power unseres Rechners weiter erhöhen können. Aber ich vertraue weiterhin auf die Angriffskraft von 1800 und greife einfach mal sein Monster an. Und er hat seine Riesenratte verdeckt gelegt, ja. Gut. Spielen wir unsere Falle, weil unser Monster ist noch nicht stark genug, um seine Riesenratte kalt zu machen. Jetzt allerdings schon, weil unsere Falle unsere Angriffsstärke erhöht. So, ist der Rechner stärker als seine Ratte. Der Effekt von Riesenratte, er kann ein Monster mit 1500 Angriffspunkten vom Typ Erde spezial beschwören aus seinem Deck. Und er holt sich eine neue Riesenratte her. Das heißt, ich glaube, dass er 3 im Deck hat. Eine liegt bereits auf dem Friedhof, eine auf dem Feld und eine wahrscheinlich noch in seinem Deck. Aha, er spielt mystische Raumtafun und zerstört wahrscheinlich unsere Falle. Ja, ich hatte recht. Na gut, kann er ruhig machen, ist mir eigentlich ein Schnurz. Denn wenn wir ein Monster spielen, wird unsere Angriffsstärke eh wieder erhöht. Aha. Matronisches Radio, glaube ich. Mit 1800 Verteidigung, Angriffspunkte. Ja, ich glaube, er will unsere Großschildwache angreifen. Und dann wird sie in Angriffsposition geswitcht und dann kann er sie mit seinem anderen Monster zerstören. Ja, lass uns einfach mal zu.
so macht er das. Was hat er denn vor? Ich glaube, er will seine Riesenratte zerstören lassen, damit er ein anderes Monster beschwören kann von seinem Deck bei. Der Effekt von der Riesenratte ist ja dann aktiviert, wenn sie zerstört wird. Und was ruft er sich? Er ruft sich Boomboxen, okay. Wie viele Angriffspunkte hat es? 2000, da fällt mir eine Abwehrmethode ein, und zwar mit Maske der Schwäche. Senkt seine Angriffspunkte um 700, ist daher wieder schwächer als unser Rechner. Ah, okay, jetzt verdoppelt er die Angriffspunkte. Allerdings ist der Nachteil an seiner Zauberkarte, dass alle seine Monster vom Typ Maschine... Das kann zweimal greifen, was der hell? The opponent cannot restore an attack in this turn. Ja, okay, mach das ruhig, aber... Das wird dir nichts bringen. Du kriegst nur Kampfschaden. So, dieser Angriff zählt leider noch, aber er kann jetzt keinen weiteren Angriff mehr durchziehen. Leider wird unser Monster wieder in Angriffsposition gesetzt, aber das ist egal, seine Monster gehen... Was? Nur dieses eine wird zerstört, ist es gar kein Maschinenmonster? Ja, es ist Donnermonster, okay. Aber er hat eine starke Zauberkarte verschwendet und wir haben wieder die gleiche gezogen, die wir gerade gespielt haben. So, jetzt beenden wir unsere Runde und schauen, was er macht. Matronisches Radio. Gut, er wird angreifen, da bin ich mir sicher. Aber ich glaube, er greift wieder mit dem falschen Monster an und er kriegt wieder Kampfschaden, weil unsere Verteidigungskraft höher ist als die von seinem Monster. So, und darf man nicht mal ne. Ich habe einen Fehler gemacht, ich hätte aktivieren sollen, wo er angegriffen hat. Naja, macht nichts. Ja doch, macht schon was, ich Idiot. Okay, immer cool bleiben. Okay, jetzt bin ich, wir haben verloren, Endphase. Ich glaube nicht, dass wir jetzt noch was machen können. Ein Fehler und wir haben verloren. Echt geil. Jetzt mach doch was. Hä? Hallo? Wie wär's, wenn du deine Dwarf-Face durchführst? Hallo? Was ist los mit dir? Achso. Jetzt. Ja, direkter Angriff. Ja. Echt spannend, du langweilst mich, weißt du das? Okay, ihr seht, ein kleiner Fehler und man verliert das ganze Duell. Macht allerdings nichts. Macht nichts, das ist eh unser schwaches Deck. Sobald wir ein Structure-Deck haben, werden wir richtig abgehen. So, es erzählen, dass hier im Untergrund von diesem Haus da eine Hexe ist. Und sie wollen jetzt, dass wir da schauen und was da los ist. Okay, ja, speichern wir zuerst, ist klar. Und holen uns ein neues Deck, natürlich ein Structure Deck. Ich hoffe, der Kartenladen hat bereits geöffnet, weil der ist momentan geschlossen. Ja, sorry für die Lags, aber es liegt an, ja. Ich spucke jetzt mal vor, weil das kann ewig dauern. Gut, ist er offen? Ja, er ist offen, sehr schön. Nun können wir Structure Decks kaufen. Willkommen, wir haben gute Karten hier. No. Ah, ich glaube, wir müssen erst... Moment. Wir müssen erst alle Duelle gegen den Typen gewinnen, bevor wir einen Structure Deck kaufen können. Oh mein Gott. Ich glaube, da müssen wir uns ein Part dann, gegen den duellieren, damit wir uns ein Structure Deck holen können. Aber schauen wir erstmal nach. Ich werde mich im nächsten Part darum kümmern. Dann holen wir uns nämlich Structure Deck Karten.
Um ein Structure Deck freizuschalten, müssen wir zuerst mit allen Structure Decks gewinnen. Das soll wieder das Spiel künstlich in die Länge ziehen. Und eine andere Musik, die brauchen wir hier noch nicht. So, was ist hier los? Ja, jetzt sagen sie wieder was über die Hexe, ein paar Details. Jetzt hast du... What the hell? Da ist sie, die Hexe ist hier. So, ja. Sieht gar nicht wie eine Hexe aus. Wo ist der Besen? Wo ist der Spitzhut? Whatever, Ein starker Lichtstoß geht durch deinen Kopf, ein Teil deiner Erinnerung kehrt zurück. Was versteckst du da unter deiner Hand? Das ist das Mal des feuerroten Drachen, glaube ich. Du hast eine schreckliche Power, sie muss verbannt werden. Mach dich bereit für ein Duell. Nein, danke. Sie schaut dich an und du kannst dich nicht entziehen, ja. Okay, wir müssen gegen die duellieren. Warum stellen sie uns solche Fragen? Ach, wieder, Konami, was fällt euch dabei ein? Erst eine Frage stellen und dann... dann tippt er auf Nein, weil wir nicht wollen, und dann müssen wir es machen. Da hätte man die Frage doch reinstellen müssen. Also, ja, irgendwie hat das Spiel eine seltsame Logik. Naja. Hoffentlich schaffen wir es gegen sie. Das allererste Duell gegen ihr habe ich auch verloren. Eins habe ich gegen Liu dann gewonnen. Hoffentlich ist es jetzt umgekehrt. Okay, sie spielt ihren schwarzen Drachen. Ihren dunklen Garten. Und der Effekt von der, immer wenn ein Monster beschworen wird, kriegt der Gegner eine Rosenspielmarke. Außerdem werden Angriffspunkte von allen Monstern halbiert. Gut, wir setzen erst einmal unsere Golem-Wachstatue, um uns zu verteidigen, und eine verdeckte Staubtornado-Fallenkarte. So, das macht sie, botanisches Mädchen. Flippt sie, okay. Sie greift an. Dann kommt jetzt unsere Feinkarte. Wir machen natürlich ihr Feldzauber kaputt. Weil das ist eine ihrer Trümpfe in ihrem Deck. So, damit löst sich der Effekt ihrer Zauberkarte auf. Und sie verliert 500 Lebenspunkte, weil unser Monster eine höhere Defense hat als ihres. Okay, jetzt sind wir wieder dran. Jetzt haben wir viele Optionen. Und drei Mecha-Häschen, what the hell? Gut, wir können Krebons spielen, dann eine Synchro machen. Scheiße, ich habe immer noch keine Synchro-Monster reingetan. Okay, vergiss das mit der Synchro, wir haben nicht sehr viele Möglichkeiten. Dann machen wir es eben so. Wir spielen die hier. Zerstören der Monster und sie kriegt 1000 Lebenspunkte. Setzen wir jetzt unsere Monster durch seinen Effekt wieder in die verdeckte Verteidigungsposition, damit wir ihn später flippen können. Setzen Micha Häschen verdeckt. Und beenden unsere Runde. Jetzt ist sie wieder dran. Hoffentlich spielt sie ihren Rosensachen nicht, weil das ist ihr stärkstes Monster. Der Effekt von ihrem Monster ist, sie kann alle Karten auf dem Spielfeld zerstören. Und sie kann ein Monster von Typ Pflanze aus dem Spiel nehmen. Und die Angriffspunkte unseres Monsters auf 0 setzen. Gut, ja. Flippen wir unser Monster. Der Effekt, sie muss ihr Monster wieder auf die Hand zurückgeben. Und wir greifen gleich direkt. Wir greifen sie gleich direkt an. Ist ja eine sie, nicht ein er. Sie will jetzt ein Zehntel. Nee, nicht ein Zehntel, sie hat ja schon was bekommen. Okay, dann verliert sie 800 eben nur. Gut, dann flippen wir unser Monster wieder verdeckt und bereiten es für die nächste Flip-Beschwörung vor. So, jetzt ist sie wieder dran. Sie zieht eine Karte.
Setzt ein Monster verdeckt. Ja. Jetzt können wir nur warten. Okay. Sie hat wahrscheinlich nur ihr Monster wieder gesetzt, dass sie dass wir vorhin auf die Hand zurückgegeben haben. Okay, flippen wir wieder unser Monster. Ja, dann jetzt auf die Hand mit ihr Monster. Wieder dasselbe Spielchen. Und jetzt Angriff. Sie verliert wieder 800 Lebenspunkte. Und ja, wieder flippen zurück in die Verteidigung. Endphase. So, und so machen wir das jetzt die ganze Zeit, bis wir gewonnen haben. Das ist jetzt unsere Taktik. Allerdings ist sie nicht sehr stabil, die Taktik. Also das ist nur eine grobe Taktik, wie wir es ungefähr, ja, gewinnen können. So, hier hat eine schwarzen Rose, schwarzen Rosendrache will ich immer sagen. Okay, sie hat den schwarzen Drachen gespielt. Schwarzen Garten, ja. Na gut, jetzt können wir den Effekt, glaube ich, nicht mehr aktivieren. Oder doch, ich weiß gar nicht so richtig. Gut, jetzt haben wir den Rechner gezogen. Und uns weitere Verstärkungen auf, indem wir ein... Okay. Der Effekt von ihrem Monster. Wenn wir ein Monster im... Setzen, beschwören, Flip beschwören, Spezial beschwören, darf sie diese Karte im... Spezial von ihrer Hand beschweren. So, jetzt kriegen wir allerdings eine Rosenzählmarke. Oder Spielmarke, was weiß ich. So, ihr Monster hat 700 Verteidigung. Mit unserer Spielmarke könnten wir ihr Monster platt machen. Aber erst flippen wir unser Monster. Und geben ihr das andere Monster wieder auf die Hand zurück. So. Jetzt greifen wir mit unserer C-Marke ihr Empfängermonster an. Scheiße! Ja, jetzt werden alle unsere... Also ähnlich wie Spiegelkraft ist die Karte. Bloß, dass die bei Pflanzenmonster funktioniert. Okay. Ist da mal ein Problemchen? Problemchen? Naja. Wenn sie ihren schwarzen Rosendrachen beschwört, haben wir immer noch die hier. Okay, dann machen wir erst einmal nichts. Wir können nur warten. Keine Ahnung, was sie bewirkt. Die Karte, ich glaube, sie kann Monster spezial beschwören durch die Karte. Ja, ich hatte recht. Ich glaube, jetzt kommt eine Synchro. Wir kriegen wieder eine Rosenzählmarke. Rassen, ich mag die Rassen. So, ich softe Rassen für mich, ja. Okay, sind wir wieder dran. Oh, wir haben den Schöpfer gezogen. Hey, sehr schön. Flippen wir unser Michael Bunny. So, okay. Jetzt holen wir... Jetzt kriegen sie erst einmal 500 Schaden. Ja, so ungefähr, ne? Jetzt opfern wir unsere Monster und rufen den Schöpfer. Mann, bin ich nervig. Hallöchen, Schöpfer. Und sie kriegt eine Spielmarke. Gut, aber wir aktivieren jetzt den Effekt. Ja, ihr seht, die Angriffspunkte werden halbiert durch ihre Feldzauberkarte. Holen wir unseren Golem wieder. Achso, wir müssen eine abschmeißen. Na gut, dann schmeißen wir Krebons ab. Holen wir den aufs Feld. Sie kriegt wieder eine Spielmarke. Oh mein Gott, ich habe solche Angst. Naja, flippen wir unser Monster wieder in die Defense und bereiten eine nächste Flip vor. Jetzt kommt der... So, wir haben schon eins gespielt. Naja, okay. Ja, wir haben ja den Schöpfer gespielt, stimmt. Dann versuchen wir, Kampfschaden zuzufügen und zerstören ihre Rosen-C-Marke. Ach ja, ihre C-Marken werden von ihrer Zauberkarte nicht betroffen. Und wir sind wieder... fertig. So, jetzt ist sie wieder dran. Sie zieht, denkt nach. 5 Punkte. Punkt. Na, was machst du denn? Ich spule mal vor, das... Hallo. Mach was. Na los. Mach was. Was macht sie da? Achso, Synchro. Sie holt jetzt ihren Rosendrachen, ne? Ja, macht sie. Ist ein fataler Fehler, was sie jetzt macht. Ist zwar ein gutes Monster, was sie da beschworen hat, allerdings, wenn sie ihren Effekt aktiviert,
geht's ja an den Kragen, uns, ihr geht's jetzt an den Kragen, wir setzen jetzt unsere Pfanne ein! Und ihr Monster wird auf den Friedhof gelegt. Und der Effekt wird annulliert, also tschüss! Ah, mal der Rose ist so eine Ausrede, sie entfernt eins unserer ihre Monster und kontrolliert eins unserer Monster. Allerdings, wenn wir dran sind, gehört das Monster wieder uns. Ach so macht sie das. Das kann ich nicht. Sie will also unbedingt ihren Rosendrachen beschwören. So unbedingt. Naja, das ist eine Spezialbeschwörung. Der Effekt wird nur aktiviert, wenn eine Synchro läuft. Aber ich mag das Monster trotzdem nicht, deswegen zurück auf die ins Extra-Deck mit dir. Okay, sie setzt unseren Schöpfer in die Defense. Finde ich allerdings unnötig, weil jetzt gehört das Monster wieder uns. Und wir haben den Rechner. Das heißt, wenn die Falle nichts Effektives ist, haben wir einen sicheren Sieg. Weil unser Rechner hat dann over 9000 Angriffspunkte. Okay, ich übertreibe. Over 3000 mindestens. Ne, Quatsch. Es ist ja noch der Rosengarten draußen. Naja, ist egal. Jetzt kommt der Rechner. Mit einer Angriffskraft. Von erst kriegt eine Ausrede. Das ist eine Ausrede. Gut, dann verstärken wir unsere Angriffskraft nochmal, noch weiter, indem wir den Effekt von Schöpfer nochmal aktivieren. Und welches hat denn die höchste Stufe? Ja, holen wir uns Gräber uns zurück. So, jetzt haben wir 5 Monster. Und sie hat 2. Ja, machen wir jetzt mal nichts. Den Schöpfer switchen wir in die Angriffsposition und bereiten einen Angriff vor. Ja. Gut, ich greife einfach mal mit dem Rechner an. Zack. Ach, ich liebe es. Endphase. Okay, sie spielt ihren Weltbaum. Immer wenn ein Monster vom Typ Pflanze von ihr zerstört wird, kriegt sie eine C-Marke. Was man mit den C-Marken allerdings machen kann, weiß ich nicht genau. Und was macht sie jetzt? Okay, ja, Königin der Dornen. Naja, wir kriegen weitere Spielmarken, C-Marken, was auch immer. So, von unserem Feld sie jetzt auch noch, okay. Langsam weiß ich, was ihr Rosendrache bringt, ey. Ich sag immer Rosendrache, ihre Spielfeldzauberkarte. Weil unsere Monster Pflanzen sind, kriegt sie immer wieder einen C-Marker, mit denen kann sie dann irgendwie taktieren, irgendwie, keine Ahnung, was machen. Naja, setzen wir unsere C-Marke in die Verteidigung, sie kann nicht angreifen. Wir allerdings auch nicht, aber hat eigentlich keine große Auswirkung, weil der Rosen, ich sag wieder Rosenbach, weil ihre Spielfeldzauberkarte senkt eh alle Angriffspunkte. Aber der Vorteil an dieser Karte ist, wenn sie ihren Rosenbach beschwört, kann sie uns nicht mit 7 Monster Deck angreifen. Mit dem kann sie uns allerdings immer angreifen. Oh mein Gott, Endphase. Oh ja, ja, ich glaube, wir verlieren. Ich glaube, ich bin mir aber nicht sicher. So, sind wir wieder dran? Naja, die bringt uns wenig. Ich kann's ja mal versuchen. Also, die funktioniert nur, wenn sie 2 Monster auf dem Spielfeld hat. Allerdings brauchen wir auch ein Monster. Und wenn sie eins beschwört, kriegen wir eine C-Marke, also eine Spielmarke, ja. Ihr wisst, was ich meine. Ungefähr in dem Style, wie ich es gerade erklärt habe. Jetzt greift sie uns wahrscheinlich an.
Und da wir jetzt ein Monster kontrollieren, können wir auch die hier verwenden. Jetzt kontrollieren wir ein Monster von ihr und zwingen ihr Monster, es anzugreifen. Okay. Ja, sie kriegt eine C-Marke, weil es ein Pflanzenmonster war, ist eigentlich egal. Was? Hast du sie jetzt in die Verteidigung gesetzt? Tatsache. Warum denn? Verstehe ich gar nicht. Naja. Jetzt haben wir wieder 100 Lebenspunkte. Setzen wir die Spielmarke in die Verteidigung und beenden unsere Runde. Falls er angreift, haben wir Raigeki-Brecher. Oh, es wäre eigentlich klüger, wenn wir mit Raigeki-Brecher ihre Feldzauber zerstören. Ja genau, das machen wir. Wir zerstören ihren Feldzauber. Sag Tschüss zu deinem Feldzauber. Ich wette, ihr habt noch einen dritten. Ey, was? Die Angriffspunkte sind weiterhin so unverändert. Ich glaube, die Auswirkungen... Sie hat noch eine dritte. Ich hätte es mir denken können. Und ich überziehe schon wieder. Wollte ich eigentlich nicht, aber das Duell dauert so lange. Seufzt, naja, dann setzen wir eben unsere Golem-Wachstatue verdeckt und beenden unsere Runde. Dann mache ich heute wieder den XXL-Part, stört euch ja nicht. Was macht ihr jetzt mit ihren C-Marken? Ah, sie kann ein Monster vom Friedhof spezial beschwören. Und wir kriegen wieder eine Rosen-C-Marke. Rossin. Ich mag Rossin, jetzt holt sie noch eins ihrer Monster. Und wir kriegen wieder eine Rosse. Und sie greift unsere Rossin an. Oh meine Götze. Ja, wieder eine Spielmarke oder C-Marke, was auch immer. Sie entfernt wieder ihr ESO 2. Und was holt sie diesmal? Was? Sie zerstört eine Zauber- und Feinkarte von uns. Oh Gott. Ist das nervig. Naja, enden. Gut, dann flippen wir unser Monster. Geben ihr Synchro-Monster zurück in ihr Extra-Deck. Was können wir mit unserer Token das Monster zerstören? Oder wir machen es mit... Ja, das ist sogar besser. Wir machen es mit unserem eigenen Monster. Und machen hier einen Zwergkuckplatz. Okay. Das schreckt mich nicht ab, dass sie eine Spielmarke kriegt oder C-Marke, was auch immer, Endphase. Aber, nee, Endphase noch nicht, jetzt sind wir, jetzt kommt die Endphase. So, was macht sie jetzt? Sie beschwört noch ein Monster-Spezial, oh mein Gott, ich habe Angst. Das Angst war ironisch gemeint, wir kriegen wieder eine Rasse. Aha, sie holt sich noch ein Monster. Oder nee. Was passiert, wenn sie eine C-Marke entfernt? Ich aktiviere mal die, weil die greift sowieso an. Ich glaube, das Monster wird stärker, oder ja. Tatsache. Gut, sind wir wieder dran. Ja, Kyo, ich könnte dich küssen. Okay, dann setzen wir eine Spielmarke in die Angriffsposition. Sogar zwei. Ja, warum nicht? Zwei. Habe ich sie gerade in die Verteidigung gesetzt? Naja, ist egal. Okay, dann machen wir jetzt das hier. Zurück ist ihr in ihre Hand. Ihre Ausrüstung geht down. Ja, jetzt senken wir die Angriffspunkte von ihrem Monster und geben sie unsere Spielmarke. Und hat jetzt 1263. What the fuck? Ja, die Hälfte von 50 ist 25. Naja, keine Ahnung, wie es gerechnet. Oder ne? Was ist die Hälfte von 1850? Ja, es könnte gut hinkommen. Nee, kommt's nicht. Egal. Scheiß auf Mathe, wir spielen hier jetzt zu Yu-Gi-Oh! So, sie kriegt Schaden.
Es hatte nur noch 5038 Lebenspunkte. Hätte nicht gedacht, dass wir in diesen vierstelligen Bereich reingehen. Okay, jetzt hat sie 3775 Lebenspunkte nur noch. Das heißt, wir sind im Vorteil. Flippen unser Monster wieder und wir beenden unsere Runde. Sie ist wieder dran, ich wette, sie braucht wieder so lange. Ja, nee, doch nicht. Sie setzt wieder ein Monster verdeckt. Ich wette, das ist ein Monster, was wir auf die Hand zurückgegeben haben. Die Elfenbox, die nützt uns allerdings noch nicht so viel. Die setzen wir einfach mal verdeckt. Und verwenden sie, wenn wir angegriffen werden. So. Ja, wir geben ihr Monster wieder auf die Hand zurück. Setzen unsere Tokens wieder in die Angriffsposition. Das würde ihr dann 2400 Lebenspunkte abziehen, wenn die drei Angriffe treffen, was ich auch glaube. Was? Ach, wir haben es schon wieder in die Verteidigung gesetzt. Oh Gott. Ich muss besser hinschauen. Naja. Endphase. So, sie hat nur noch 2175 Life Points. Das heißt, wenn sie nichts Besseres spielt, als ihre verdeckte Monsterkarte, haben wir gewonnen. So gut wie. Ich weiß ja nicht, was sie noch verdeckt gesetzt hat, aber ich bin mir schon sicher, dass es jetzt ein Sieg wird. Die heben uns auf, falls sie irgend noch eine fiese. Ja, gut, sie zahlt die Hälfte ihrer Lebenspunkte. Na, ich weiß, was das für ein Monster ist, was sie verdeckt gesetzt hat. Ich will aber kontrollieren, ob es auch das Richtige ist. Ich wette, es hat 1100. Ja, genau, das war's, das Monster. Und jetzt sehen wir das zwar, wir kriegen zwar 300 Schaden, aber das juckt mich kein bisschen. So, wenn sie angreift, kommt unsere mystische Box. Wenn wir Glück haben, verliert sie dann 800 Life Points. Was macht sie jetzt? Sie verstärkt ihr Monster. Ja, was kommt jetzt? Kopierpflanze. Ja, wir kriegen wieder eine Token. Wie schön, wie schön, wie schön. Weil wir noch nicht genug davon haben. Aha. So, wenn unsere Falle jetzt funktioniert, haben wir eine gute Siegeschance. Wir setzen uns auf die auf Kopf und wir hatten recht. So, wir hatten Glück, wir hatten Glück, wir hatten Glück und ihr Monster ist zerstört. Ha! So, jetzt hat sie noch 288 Lebenspunkte. Na komm, der Effekt, der bringt dir doch gar nichts mehr. Ist doch egal, du hast verloren. So, selbst wenn du Kopierpflanze irgendeine Schweinerei vorhast, dann wirst du verlieren. So. Wir müssen 500 Life Points zahlen, damit die Falle auf dem Feld bleibt. Ja, sie hat 0 Angriffspunkte, 1 Angriff und die haben gewonnen. Ja, machen wir es einfach mal. Wir greifen an. So, wenn der Angriff jetzt klappt, haben wir gewonnen. Und wir haben gewonnen. Yippie. Okay, das ist. Ja, jetzt what the hell, wir haben 4000 DP. Nicht schlecht. So, sie sagt nichts und geht einfach. Ja, sie macht mir Angst, Kevin LP. Ja, ja, ja. Oh, was ist jetzt los? Ja, keine Ahnung. Jetzt sehen Sie, was mit meinem Arm passiert ist und so. Das ist ein Zeichen. Irgendein Zeichen, mehr sage ich nicht. Das ist ein Zeichen. Ein paar Tage später. Ja, ein bisschen saufen. Okay, speichern wir sofort. Und dann beende ich den Part und dann sehen wir uns morgen wieder. Okay, dann bis zum nächsten Part. Im nächsten Part holen wir uns Structure, machen wir Structure Decks und
schauen, ob wir einen Deckkaufen dann bis, können. Bis dann, Servus!